Heute rufen wir Lena an. Sie hat Lehramt für Grundschulen studiert und ist jetzt Referendarin an der Schkola. Dort wird jahrgangsgemischt unterrichtet und es findet immer wieder Austausch mit tschechischen und polnischen Partnerschulen statt. Ja, hallo liebe Lena. Du hast das Lehramt an Grundschulen an der TU Dresden studiert und wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Gerade deshalb ist es für uns total spannend zu sehen, wie sich das bei dir alles so entwickelt. Das Referendariat machst du jetzt gerade an der Schkola und ich kann mir vorstellen, das ist sicherlich ganz anders als an vorausgegangenen Praktika an anderen Schulen, wo du vielleicht gewesen bist. Und uns würden total interessieren, welche besonderen Chancen und Herausforderungen sich dir vielleicht durch das Referendariat an der Schkola eröffnen. Okay, also was mir als allererstes ganz, ganz positiv aufgefallen ist, seitdem ich das Ref hier begonnen habe, ist einfach diese Art von Beziehungen, die es hier gibt. Also einmal von den Schülern und den Schülerinnen zu den Lernbegleitern, aber auch im Kollegium untereinander. Also bei uns ist es ja so, dass sich alle untereinander duzen. So. Und ich muss auch sagen, ich bin schon ein Fan von so flachen Hierarchien, was jetzt gerade, finde ich, an Schulen immer schwierig ist, weil ich finde, dass an vielen Schulen tatsächlich noch dieses doll abgestufte Hierarchiesystem ist. Und hier ist es geht vielmehr so um dieses kollegiale, gemeinsame, wir machen was im Team. Ich meine, natürlich gibt es auch so Auseinandersetzungen oder was, aber es ist eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre, weil ich auch das Gefühl habe, dass das ich mich hier ausprobieren kann und ich das auch darf und das auch voll okay ist, wenn ich mal irgendwie was blöd läuft oder was ein bisschen verplant habe oder weiß ich auch nicht, dass das ganz, man wird mehr so angenommen, wie man eigentlich ist und ich habe das Gefühl, dass das auch den Kindern so entgegengebracht wird. Und dann natürlich, was hier bei uns ganz besonders ist, ist das Unterrichten in altersgemischten Lerngruppen, also dass wir halt Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse haben und dass wir auch Inklusionskinder in unserer Lerngruppe haben. Und ich finde schon, dass das eine ziemliche Besonderheit ist. Also auch in meiner Referendarinnengruppe, da bin ich halt die Einzige wirklich, die auch altersgemischtes Lernen wirklich so erlebt im Referendariat. Und dadurch, das ist natürlich einerseits total cool, weil ich das Gefühl habe, dass es immer noch so als was Innovatives gehandelt wird und nicht so Normalität ist. Andererseits ist es natürlich auch herausfordernd, weil gerade im Referendariat uns auf der einen Seite so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so klassische Unterrichten, gezeigt wird oder uns dafür ganz viel Input gegeben wird. Und auf der anderen Seite, ich aber das Gefühl habe, das immer so ein bisschen übertragen zu müssen auf, wie können wir es an der Schkola umsetzen, so. Das ist halt ein bisschen die Herausforderung, auch in Bezug auf die Lehrproben, auch die Hospitationsstunden, dass es eben bei uns nicht darum geht, eine Dreiviertelstunde mit den Drittklässlern in Mathe das Rechnen mit Zehnerübergang zu üben oder was auch immer, sondern dass es mal kurze Inputs gibt, dass die Kinder selbstständig daran weiterarbeiten können. Und das war auch für mich eine Sache, die ich wirklich erst lernen musste, dass es halt nicht immer 45 Minuten sein müssen, sondern dass 20 Minuten genauso effektiv sein können. Und nur weil es weniger Zeit ist, heißt es nicht, dass es weniger effektiv ist. So. Genau, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich daran ganz, ganz sehr wachse. Auch dieses Zeitmanagement wirklich in einer Wochenplanstunde arbeiten alle drei Klassenstufen an unterschiedlichen Dingen und trotzdem hinzukriegen, dass alle irgendwie was Produktives machen, was natürlich auch nicht immer klappt, aber es klappt in der staatlichen Schule auch nicht immer. Das ist einerseits schwierig und ich denke, das werde ich jetzt in den nächsten Monaten auch noch erfahren. Aber ich finde es auch total effektiv, wenn es so um aktive Lernzeit geht. Das finde ich total super. Und gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne anderen Studierenden, anderen ReferendarInnen, aber vielleicht auch anderen Lehrerinnen und Dozenten oder Ausbildern mit auf den Weg geben? Also ja, es gibt eine Sache, die mir tatsächlich jetzt während des Referendariats echt aufgefallen ist, dass es einmal dieser Transfer von der Theorie in die Praxis. Also ich wünsche mir ganz, ganz sehr und ich wünsche das vor allem allen anderen, die jetzt Lehramt studieren oder auch, die im Ref sind, aber die das jetzt halt studieren,
dass sie Dozentinnen und Dozenten haben, die Praxiserfahrung haben und viel oder ja schon und diese Praxiserfahrung viel mehr schon vorher mit der Theorie zu verknüpfen, weil das ist eine Leistung, die wir jetzt aktuell gerade alle erbringen müssen, die wir im REF sind. So, wir haben an der Uni ganz viele Jahre lang bestimmt auch wichtige und interessante Sachen gelernt, aber jetzt ist die Zeit, wo du gewisse Sachen einfach brauchst, wo du es umsetzen musst. Und da merkst du halt, okay, du hast es halt irgendwie gelernt für eine Klausur oder du hast das auf eine ganz abstrakte Art und Weise gemacht und jetzt stehst du manchmal da und denkst so, wie mache ich das denn? Wie mache ich so einen Stundenentwurf? Wie so Zeitmanagement, auch so diese persönlichen Kompetenzen einfach. Und was mich ganz furchtbar nervt, bitte doch Schulrecht im Studium schon thematisieren und nicht jetzt im Referendariat als Prüfung, wo wir eh schon genug zu tun haben mit uns zurechtfinden und Stundenplan und Fachinhalte vermitteln und Elterngespräche und Zeugnisse und es ist alles neu und dann finde ich, ist so eine Schulrechtsprüfung, sorry, aber das sind auch Dinge, die muss ich einfach wissen, bevor ich an der Schule arbeite. So, das kann nicht sein, dass mir das so, naja, das erfahren sie dann alles so später. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir noch alles Gute für dein weiteres Referendariat und sind auf jeden Fall gespannt, wenn wir mal wieder was von dir hören werden. Dankeschön. Danke, Lena.